Erzähl mir etwas über das Ogerlager. Belongs to Flames that Whisper. Matron Baragon's clan. Hunters tell me they've been active of late. Gehört zu Flammen, die flüstern. Matronin Berigans Clan. Die Jäger sagen, der Clan sei in letzter Zeit recht aktiv. Hunting elk and otherwise minding their own damn business. Elche jagen und sich ansonsten um ihren eigenen Kram kümmern. Er wirft sich einen Apfelschnitz in den Mund und zerkaut ihn kraftvoll. Ja, vorhin hat er sich noch beschwert, dass sie die Palisade durchbrochen haben. Minding their own business. Never mind the latest expedition's disappearance or the broken stockade. Um ihren eigenen Kram kümmern, abgesehen vom Verschwinden der letzten Expedition oder der zerstörten Palisade. Sie reibt sich die Nasenwurzel und kneift die Augen zusammen. I'm saying we shouldn't agitate him further. Ich sage, wir sollen sie nicht noch wütender machen. Er will noch ein Stück Schale ins Feuer werfen, lässt dabei aber sein Messer fallen. Er bückt sich fluchend, um es aufzuheben. Was hat diese Matrone mit dieser Sache zu tun? The brawl outside was just the latest patch of trouble. The Ogre clans are getting bolder. And we'll all sleep easier knowing they aren't circling our walls. Die Prügelei war nur das jüngste Ärgernis. Die Ogre-Clans werden wagemutiger. Wir schlafen alle beruhigter, wenn wir wissen, dass sie nicht vor unseren Mauern warten. Also, Baragons like to have whatever the last expedition found. Rumor has it, they disappeared near her turf. Und wenn die letzte Expedition etwas gefunden hat, hat Berigard es nun vermutlich. Gerüchten zufolge ist die Expedition in ihrem Revier verschwunden. Sie verschränkt die Arme und blickt hinüber zu Uldrick. Killing a matron will only make our problems worse. The way to approach Baragon is with your hands held high. Eine Matrone zu töten würde unsere Probleme nur verschlimmern. Du solltest Baragon lieber mit hoch erhobenen Händen gegenübertreten. If anyone could parlay with an ogre, I suppose it'd be you. Renegade zuckt seufzend. But they aren't known for their patience with prattle. Renegade zuckt seufzend mit den Schultern. Wenn jemand erfolgreich mit einem Ogre verhandeln kann, dann du, Talisa. Aber Geduld für Geschwätz haben sie keine. Ja, wir haben schon mit Ogre verhandelt. Erzähl mir was Belongs über das to flames that whisper. Achso. Make the brawl outside with also Baragons like to have whatever the last expedition found. Rumor has it they disappeared near her turf. Ja, das hatten wir, also alles klar. Good. Before you leave town, stop by the Graves Rest. Most visitors to Stalwart spend some time there, so Hafrick and his patrons may be able to give you the lay of the land. Gut, bevor du die Stadt verlässt, solltest du in der Gräfenrast vorbeisehen. Fast jeder, der in Stalwart zu Besuch ist, besucht das Gasthaus. Vielleicht erfährst du von Hafrick und seinen Gästen etwas Nützliches. Ich weiß nicht, was mit dir ist, aber ich bin plötzlich am Verdursten. Eigentlich wollte ich dich etwas fragen. What's on your mind? Was hast du auf dem Herzen? Ich habe Fragen zu Durgans Batterie und zur weißen Esse. The Pargrin Dwarves guarded it like a mother bear. It's a wonder we know as much as we do. Die Pargrin-Zwerge haben sie bewacht wie eine Bärenmutter. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt etwas wissen. Ich will noch etwas anderes What's on your fragen. Mind? Okay, das können wir nichts. Belongs to flames that whisper. What's on your mind? Was hast du auf dem Herzen? Ich will mehr über Stalwart erfahren. Adir founded us back in their colonial days to supply ore to the Empire. Saw a fair bit of traffic from both sides of the White March then. Wir wurden zu Kolonialzeiten von Adir gegründet, um das Kaiserreich mit Erz zu versorgen. Damals kam es regen Verkehr von beiden Seiten der Weißmark. Sie reibt an der verstümmelten Spitze ihres Ringfingers. But after the Deerwood claimed independence, Defiance Bay found cheaper places to get ore. Didn't have much reason to maintain our supply routes. Aber nachdem der Dürrwald sich für unabhängig erklärt hatte, fand Trutzbuch billigere Orte, um Erz zu beschaffen. Es gab keinen Grund mehr, unsere Versorgungsstraße aufrechtzuerhalten. Gehört Stalwart denn nicht zum Dürrwald? Officially. Though with the state the roads are in, you wouldn't guess it. Offiziell schon, aber am Zustand der Straßen ist es nicht zu erkennen. Mhm. Welche Orte sollte ich in der Stadt kennen? Here in the center? Let's see. The Graves Rest is next door. Hafrick can set you up with a room and a hot meal there. Hier in der Stadtmitte, mal sehen. Die Gräfenrast ist nebenan. Bei Hafrick findest du ein Zimmer und warme Mahlzeit. The fishery is just on the edge of the lake and the Temple of Andra is next to it. No one keeps a secret like Lavda. Or so I'm told. Die Fischerei liegt am Ufer des Sees. Direkt daneben findest du den Ondra-Tempel. Niemand kann bessere Geheimnisse hüten als Lavda, sagt man jedenfalls. A few folk live in this part of town too. Seemed a lot safer before the ogres broke through the western gate. Es leben auch einige Leute in diesem Teil der Stadt. Bevor die Ogre das Westtor durchbrachen, war es hier recht sicher. Thiersch lives next to the old mine shaft. And Tanna, the old mine overseer, is next door to me. Thirsig lebt neben dem alten Minenschacht und Taena, die alte Aufseherin, wohnt neben mir. Sie zeigt mit dem Daumen auf die Wand. Okay, was tust du hier? I'm the mayor. Or so I'm reminded every time there's a game shortage, ogre attack or a neighborly dispute.
Ich bin die Bürgermeisterin. Jedenfalls erinnert man sich gerne daran, wenn einmal das Wild knapp ist, die Ogre angreifen oder zwei Nachbarn sich streiten. I'm a builder by trade, though. Traveled all over Air Glanfoth and the Deerwood in my younger days, but ended up back here anyway. Von Berufswegen arbeite ich als Baumeister. In den jüngeren Jahren habe ich ganz Air Glanfoth und die ganzen Deerwood bereist. Am Ende bin ich aber doch wieder hier gelandet. Sie lächelt leicht, doch das Lächeln verschwindet so schnell, wie es gekommen ist. Sprechen wir über was anderes. What's on your mind? Was hast du auf dem Herzen? Kannst du mir sagen, etwas über die letzte Expedition sagen, die zu Dürgans Batterie aufgebrochen ist? They didn't volunteer much, and I knew better than to ask. Sie haben nicht viel gesagt und ich hielt es für besser, nicht zu fragen. Sie kratzt sich am Kinn und runzelt die Stirn. I've seen all types charging through here. Professional companies with shiny new equipment as brazen as you please. And hopeless runs with nothing but tattered leathers. Ich habe hier schon alle möglichen Leute gesehen. Große Unternehmen mit glänzender neuer Ausrüstung, die glauben, ihnen gehöre die Welt. Und arme Schlucker mit nichts als ein paar Lederfetzen. But these folk, I don't know what they were after. And the way they looked at you made you feel cold all over. Aber diese Kerle, ich weiß nicht, worauf sie es abgesehen haben und wie sie dich angesehen haben, da läuft es einem kalt den Rücken runter. Sie schüttelt den Kopf, als würde sie einen Albtraum abschütteln wollen. Wish I could tell you more. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Vielleicht finden wir in der Batterie selbst noch mehr, ja? Er nickt dir mit einem vorsichtigen Blick zu. What's on your mind? Was hast du auf dem Herzen? Leb wohl. Der Einsiedler der Weißmark? Okay. Die Ogermatronin? Mhm. Okay, hier drin könnten wir höchstens klauen und... I'd be glad to. Uns den Fisch angucken. Dem großen Loch hinter dem Kiemen nach Zotheim wurde diese Fischtrophäe wohl mit einer Pistole geschossen und nicht mit einem Haken oder Netz gefangen. Aha. Also. Das können wir mal kleiner machen. Ich habe keine Ahnung, ob ich neue Quests unter Aufgaben und Quests kriege. Aber ja, wir haben die Ogermatronin. In den Eishöhlen bei Stalwart befindet sich ein Ogerlager. Der Clan wird von einer Matronin namens Berrigan angeführt. Matronin Berrigan befindet sich irgendwo in den Eishöhlen, umgeben von ihrem Clan. Rede gilt, wie Berrigan ihren Clan töten, um die Gefahr für Stalwart zu bannen. Außerdem ist Berrigan vermutlich im Besitz der Ausrüstung der vorigen Expedition. Diese Gegenstände könnten mir bei der Suche nach Dürgas Batterie helfen. Ulrich mäht mir davon ab, Berrigan zu bekämpfen. Er glaubt, dass ich mit ihr reden kann, um weitere Kämpfe zu vermeiden. Einsiedler der Eismark. Galvino lebt im Schatten von Dürgans Batterie. Er weiß vielleicht etwas Interessantes über die Festung. Renningate hat mir gesagt, dass ich Galvino östlich von Dürgans Batterie finde. Einen exzentrischen Schmied und Beseeler. Ulrich glaubt, dass er mir vielleicht etwas Nützliches über die Festung sagen kann. So... In Ketnur ist ein Brief angekommen, adressiert an die neue Fürstin. Die Burgbotin glaubt, es könnte eine interessante Gelegenheit darstellen. Mhm. Ja, das hatten wir. Also Tag 99 sind wir jetzt. Als ich das Dorf erreicht hatte, stellte ich fest, dass es in einem erbitterten Kampf mit einer Gruppe Oger lag. Wenn ich den Oger töte, der den Angriff anführt, bricht das vielleicht die Moral der Oger und sie ziehen sich zurück. Ihr Anführer heißt Darzir. Renegade, die Bürgermeisterin von Stormbad, hat mich in ihr Haus eingeladen. Gewiss hat sie zusätzliche Informationen über Dürgans Batterie und was ich tun muss, um die Festung zu öffnen. Ja, Renegade hat mir gesagt, dass Dürgans Batterie versiegelt ist, seit die ursprünglichen Besitzer vor über 200 Jahren spurlos verschwunden sind. Stalwart hat schon viele Abenteuergruppen gerufen, aber keiner ist es gelungen, in die Festung einzudringen. Meine Aufgabe ist komplizierter, als es ursprünglich schien, aber René Guild und ihr Sohn haben mir einige Hinweise gegeben. Sie haben vorgeschlagen, dass ich mit Galvino spreche, einem Beseeler und Schmied, und ich soll Matronin Berrigan zur Rede stellen, die Anführerin eines örtlichen Ogerclans. Matronin Berrigan Haus in Eishöhle in der Nähe der Stadt. René Guild glaubt, dass Berrigan die vorige Expedition getötet hat. Die Gruppe des bleiernen Schlüssels. Oh. Schön. Wenn sie etwas Nützliches gefunden haben, hat Berrigan es vermutlich.
Gavino lebt in der Nähe von Dürgans Batterie. Uldrich glaubt, dass er etwas Nützliches wissen könnte, welches ihn überzeugen kann, mir zu helfen. Renegade hat mir geraten, mit den Gästen in der Gräfenrast zu sprechen. Der Wirt dort kann mir eine warme Mahlzeit und ein Bett anbieten. Ja, wir sind auch etwas müde, jedenfalls ich. Aber das Spiel ist noch pausiert. Dann mal raus hier. Been looking everywhere for you. Ich hab dich überall gesucht, Talisa. There's little town left. If there was much of one to begin with. Es kommt etwas von der Stadt übrig, wenn man sie je Stadt nennen konnte. Also ja, wir können. Hier geht's zur Batterie, hier geht's zum Rotwald, hier geht's zum Dürrwald. Langsichtfälle. Kann ich mir eine Karte angucken? Dann lande ich hier. Okay, Rotwald, Langsichtfälle. Dürgans Batterie. Das sind so jetzt die drei Sachen, die ich hier habe. Mhm. Okay, da ist jemand, der mit mir sprechen will. Der Mann schwitzt trotz der Kälte. Er öffnet seinen Mund, um zu sprechen, doch er dröhnt nur ein lautes, abgehacktes Husten daraus hervor. Er beugt sich nach vorne und stemmt die Hände auf die Oberschenkel, während er röchelt und würgt. Nach einer ganzen Weile hebt er einen Finger, immer noch den nach Atem ringend. Alles Hefriks Schuld. Der verdammte Narr hat mich geschickt, zur anderen Seite der Stadt dich suchen. Endlich steht er wieder auf, er wischt sich die tropfende Stirn mit dem Handrücken ab und reicht dir dann genau diese Hand zum Gruß. Das darfst du behalten. Ihm die Hand schütteln. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin der Hauptmann der Miliz hier. Freut mich, wirklich. Ich habe dich während des Hungerangriffs gar nicht gesehen. Worum geht es überhaupt? Freut mich. Ich wollte dich erwischen, ehe du in die Wildnis verschwindest. Weißt du, es gibt ein paar gefährliche Kerle, vor denen du dich in Acht nehmen solltest. Und wenn du zu den Langsichtfällen gehst, könntest du vielleicht für mich nach einer Thermalperle suchen. Er blickt verlegen fort und spielt mit dem Zeh seines Stiefels im Schnee. Ich soll eine Thermalperle für dich finden. Das ist ja gerade. Ich habe sie schon gefunden. Es muss sie nur jemand holen. Ich habe sie in den heißen Quellen bei den Langsichtfällen gesehen. Ich hätte sie mir ja selbst geschnappt, aber als ich mich umgesehen habe, habe ich die Lagofett gesehen. Bestimmt 50 waren es. So, Lagofett. Er breitet die Arme aus. Ich hätte gekämpft, aber ich fing an zu überlegen, was Stanford wohl ruhig machen würde. Also bin ich davon gerannt. Zum Wohl des Dorfes natürlich. Was ist überhaupt eine Thermalperle? Sie bilden sich in den heißen Quellen, hat wohl etwas mit den Mineralien im Wasser zu tun. Sie stinken ein wenig, aber sie sind voller Mineralien. Man muss sie nur in einem Humpen auflösen. Er grinst und du bemerkst, dass sein Zahnfleisch blutet. Sie heilt Skorbut. Wie schon gesagt, die Perle liegt in einem der Thermalbecken bei dem Langgesichtfällen. Sie dürfte nicht schwer zu finden sein. Ja, wenn er eine Perle aus Mineralien zu sich nimmt, um eine Mineralienkrankheit zu heilen, dann dürfte das irgendwie ja vielleicht funktionieren. Erzähl mir mehr von den Langsichtfällen. Er liegt östlich von Starward, ein wunderschöner Ausblick ins Tal, aber die meisten Leute meiden den Ort heutzutage. Es gibt jede Menge Wilde in der Nähe und schon wenige Zentimeter Schnee reichen, und der Pass lässt sich nicht mehr überqueren. Wenn du dorthin unterwegs bist, solltest du mit Tirsk sprechen. Vielleicht hat er etwas, das dir helfen kann, mit dem Lagofett fertig zu werden. Mehr wollte ich nicht wissen. Sieh bei Tirsk vorbei, bevor du die Stadt verlässt. Sein Haus ist das neben den Minen. Er ist ein erfahrener Jäger und kennt die Wildnis besser als jeder andere. Ja, ich kann nochmal nach der Perle fragen. Mhm. Du hast etwas über gefährliche Kerle in der Wildnis gesagt. Wir haben hier mehr als genug Verrückte und die meisten kommen nicht einmal aus dem Dorf. Er lacht über seinen eigenen Witz. Die neueste Gruppe, von denen ich gehört habe, sind die Glanzgesellschaft und die Schwesterschaft des gelöschten Schädels. Aber Renegade hat ein Kopfgeld ausgesetzt, damit diese Störenfriede ausgeschaltet werden.
Wenn du mir die Köpfe ihrer Anführer bringst, gebe ich dir die Belohnung. Oh, neue Kopfgeldaufträge. Ich will mehr über die Glanzgesellschaft erfahren. Eine verrückte Bande von Radikalen, die Regierungen stürzen und die Reichen töten will. Gegen sie sieht der Widerstandskrieg aus wie ein Streit ums Essen. Duke Eva und der Regent von Nuiceres haben sie beide für illegal erklärt. Vermutlich das einzige Wort, worin die zwei jemals einer Meinung waren. Oder hätte vor dem ganzen Wahnsinn und Mord in Trutzbucht. Er runzelt die Stirn und kratzt sich im Genick. Wie dem auch sei, geht zu den Langsichtfern im Osten. Dort wurden sie zuletzt gesehen. Wer führt die Schwesternschaft des gelöschten Schädels an? Eine Frau namens Metzler. Alle Mitglieder der Schwesternschaft verehren Bera, indem sie so viele Seelen zurück ins Rad schicken, wie sie nur können. Er schaudert.